So, heute muss der Vlog leider schon mal direkt am ersten Tag ein bisschen später beginnen. Und zwar bin ich nämlich noch arbeiten gewesen, aber dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Zur ersten Frage, die gestern auch schon gestellt wurde in dem Video, was mega krass ist, das Feedback von euch. Klickzahl natürlich ein bisschen niedriger als sonst, aber das Feedback von euch, die Kommentare von euch, die Geschichten von euch, die dahinter stehen. Ich muss mal kurz gucken, bin ich überhaupt im Frame? Na gut. Also die Geschichten von euch, die dahinter stehen, was ihr schon erlebt habt, ob ihr euch genauso fühlt oder ein bisschen anders fühlt oder im Zwiespalt zwischen den Sachen fühlt, ist grandios, bin ich vollkommen von geflasht. Und eine Sache, auf die ich heute auf jeden Fall eingehen wollte, ist, wie finanziere ich mir das überhaupt? Da habe ich gestern einen richtig netten Kommentar bekommen, und zwar von dem Jan Yvonne. Ich denke mal eher, es geht darum, Jan Yvonne, vielleicht die Töchter oder Mann und Frau, ich weiß es nicht genau. Wie finanziere ich mir das? Wie habe ich es vorher finanziert und wie finanziere ich es jetzt? Weil es steht ja auch alles ganz normal, die Rechnungen müssen ganz normal bezahlt werden. Und da passt perfekt, dass ich heute auch erst später mit dem Vlog anfange und draußen das grandioseste Wetter überhaupt ist. Ich zeige es euch mal ganz kurz. So sieht es gerade draußen aus. Ja. Super Start für einen Vlog auf jeden Fall. Aber davon wollen wir uns ja natürlich nicht abbringen lassen, denn ich komme gerade von Arbeit. Denn ich habe noch einen Nebenjob. Natürlich kommt nicht von jetzt auf gleich das perfekte Geld rein. Den Nebenjob habe ich schon länger gemacht, habe ihn zwischenzeitlich gekündigt gehabt. Und jetzt haben die mich wieder gefragt und dann sage ich natürlich nicht nein. Wenn ich jetzt gerade meine Selbstständigkeit starte, deswegen habe ich wirklich gedacht, okay, ergreife ich jetzt die Chance, mache den Nebenjob noch nebenbei. Aber perfekter Start auch für den Start des Vlogs, ist, was heute in meinem Briefkasten gelandet, beziehungsweise im Briefkasten des Nachbarn, weil ich ja nicht da war. Und zwar meine Visitenkarten. Eine Kleinigkeit, die jetzt nicht so besonders ist, aber trotzdem was ganz Schönes. Also eigentlich sollten die Visitenkarten hier drin sein, sind vom Vistaprint, bin jetzt nicht gesponsert von denen, keine Werbung oder so. Sie liegen aber alle daneben und wurden schön durchgeschüttelt. Aber das sind meine Visitenkarten und ich muss sagen, oh nein, okay, sie sehen gut aus, aber eine Kleinigkeit ist hier falsch gelaufen. Und zwar, ihr seht hier, wenn der Fokus kommt, oh Gott, ihr seht, ich spiegelt sogar meine Ananas da drin. Und zwar hier. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ja, da hat mein lieber Google mal dazwischen geredet. Also das ist die Visitenkarte. Gibt aber ein kleines Problem. Und zwar seht ihr das hier spiegelverkehrt so. Da sollte eigentlich ein Instagram-Zeichen sein. Da ist die Farbe ein bisschen verlaufen. Ist es bei den anderen auch? Das ist bei jedem so. Hinten steht dann noch ein Bild mit meinen Kontaktdaten. Ganz normal. Meine Handynummer wollte ich jetzt nicht unbedingt ins Internet halten, weil ich habe ja so eine große Reichweite. Ja, so eine Kleinigkeit wie Visitenkarten gehören auch dazu und kosten nicht die Welt. Ich habe jetzt für 250 Stück 23 Euro bezahlt, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja, ansonsten packen wir die mal weg und dann reden wir mal über eine andere Sache, die ich euch noch erzählen wollte. Boah, gar nicht mal so schlecht hier mit der Ananas, ne? Uah. So, bin jetzt fresh nach der Arbeit und wollte euch mal eben kurz was erklären. Eben kurz. Und zwar, wie komme ich eigentlich dazu, als Student mir so ein Kamera-Equipment, so ein krasses Kamera-Kit aufzubauen mit einer Drohne, die nicht wirklich wenig Geld kostet, mit Objektiven, die nicht wirklich wenig Geld kosten. Also wirklich, da sind wir jenseits von Gut und Böse bei den Kosten für Objektiven. Mit Mikrofonen wie das hier oder das, was mich gerade aufnimmt. Mit einem Gimbal, der auch mal gebraucht wird für irgendwelche Projekte oder so. Wie geht das alles als Student, als Nebenjobber, als in der Situation, wie ich gerade bin? Und insbesondere, wie geht das, dass ich es danach noch schaffe oder versuche zu schaffen, mich selbstständig zu machen und keine großartigen festen Einnahmen zu haben? Und das ist gar nicht mal so ganz so schwer zu verstehen. Es ist schwer umzusetzen, aber das Wissen darüber ist eigentlich schnell angeeignet. Und zwar geht es darum, zu unterscheiden zwischen Ausgaben und Investitionen. Jetzt nicht im betriebswirtschaftlichen ganz tiefen Sinne, so wie ich auch studiert habe, Wirtschaft, und euch das jetzt zu erklären in einem Industriebetrieb, sondern nur wirklich ganz praktisch und ganz oberflächlich zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Investitionen und einer Ausgabe. Eine Ausgabe ist zum Beispiel, ich bin ein GTI gefahren und er hat zwar den Zweck eines Autos, jemanden von A nach B zu bringen, also von Kunde nach Hause und zu Projekten und so weiter, aber darüber hinaus hat es noch extra Nutzen oder extra Kosten, die auf einen zukommen, wie zum Beispiel eine teurere Versicherung, teurere Steuern und ganz besonders teurerer Sprit oder auch die allgemein viel teureren Anschaffungskosten. Als eigentlich nötig wäre im Gegensatz zu einem Auto, was das gleiche, den gleichen Grundnutzen hat und dich einfach nur von A nach B bringt. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mein GTI einfach zu verkaufen.
und zu sagen, das Geld, was ich da rein investiert, also da ausgegeben habe, will ich wieder zum Teil wieder zurückhaben, um es dann möglichst in solche Sachen wie diese hier zu investieren. Und da haben wir schon das perfekte Stichwort, boah, zu investieren. Denn diese Sachen wie Objektive, wie Drohnen und sowas, sind Investitionen in eure Zukunft, in euch selber. Das heißt also, ihr kauft die, um was damit zu kreieren, euren Traum weiterzuleben, sag ich mal, um damit später auch Geld zu verdienen. Also ihr gebt das nicht nur aus und danach ist alles weg, wie zum Beispiel im Auto. Ihr gebt Geld rein in Form von Sprit und hinten kommt es raus und das war's. Sondern ihr gebt Geld aus, um damit dann später Geld zu verdienen. Zum Beispiel ganz besonders mit so einem Porträtobjektiv, weil dann könnt ihr Porträtshootings machen. Wenn ihr so ein Porträtobjektiv habt, vorher ist es relativ schwierig. Und soweit ihr das verstanden habt, ist es eigentlich gar nicht mehr ganz so schwer, das zu unterscheiden und zu wissen, okay, wenn ich ein bisschen darauf achte, kann ich eine Menge Geld sparen. Und jetzt müsst ihr noch zwischen sinnvollen und nicht so sinnvollen Investitionen unterscheiden. Und die richtig krasse sinnvolle Investition wäre zum Beispiel so ein Standard-Zoom-Objektiv. Das heißt also ein Tamron 28-75. Wenn ihr viel Videos machen wollt, wenn ihr einen Allrounder haben wollt, dann ist das hier eine mega sinnvolle Investition. Dadurch könnt ihr so viele Jobs machen, ob es Fotos, ob es Videos sind. Ihr könnt damit sehr, sehr viel machen. Und eine nicht so sinnvolle Investition wäre zum Beispiel der Bildschirm, der mich gerade hier anzeigt, währenddessen mich die Kamera aufnimmt. Denn Sony hat jetzt kein Klappdisplay, ist jetzt eine Sache, aber es ist komfortabler, sich selber zu sehen. Aber es ist keine in der Hinsicht richtig notwendige Investition, sondern es erleichtert mir nur alles. Aber ich hätte es mir auch sparen können und an die Seite legen können, weil das hat mir jetzt 170 Euro gekostet. Das ist, wenn man es jetzt eng nimmt, mal so eine halbe Monatsmiete oder sowas. Deshalb nicht so sinnvoll. Also unterscheiden zwischen Ausgaben und Investitionen und dann bei Investitionen nochmal unterscheiden zwischen sinnvollen Investitionen und vielleicht weniger sinnvollen Investitionen. Und an dieser Stelle, passend perfekt zum Thema Investitionen und Ausgaben, wollte ich ein fettes Shoutout an meinen YouTube-Kollegen, kann man doch so sagen, Tube of Bricks raushauen. Check den Jungen unbedingt mal ab. Ich schreibe den Link mal unten in die Beschreibung rein. Er hat nämlich den Unterschied zwischen Investition und Ausgabe perfekt verstanden. Er ist nämlich noch in einem relativ jungen Alter und weiß jetzt schon, was er möchte. Und das finde ich einfach so krass förderungswert, kann man das so nennen? Ich glaube schon. Und auch mal dicke Props an die Eltern raus, denn die unterstützen ihn so krass dabei, weil man halt einfach an ihm merkt, was für eine Passion er für diesen Beruf, also für diese Leidenschaft hat. Also Passion für die Leidenschaft. Passt auf jeden Fall perfekt. Aber er weiß ganz genau, er investiert in sich selber. Ob es solche Sachen sind, wie zum Beispiel ein MacBook. Ob es solche Sachen sind, dass er sich wirklich Wochen, Monate lang überlegt, was für eine Kamera möchte ich haben, was für ein Objektiv möchte ich haben. Er weiß ganz genau, was er da tut. Und das war es jetzt auch mit dem Video. Mir fällt jetzt schon der Arm ab, also weiß ich schon, dass diese Journey, diese Reise mit dem 20mm wird auf jeden Fall ein richtiger Spaß. Erst recht, wenn ich mal so rausgucke. Eieieiei. Eigentlich hatte ich ursprünglich vor, euch folgende Filter mal vorzustellen. Wo habe ich die Filter denn jetzt? Und zwar geht es um ND-Filter für Drohne. Für Drohne. Ich habe sie schon ein bisschen ausgetestet, wollte sie heute eigentlich mal ein bisschen ausführlicher testen. Wenn morgen besseres Wetter ist, testen wir die morgen mal zusammen aus. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Es war mir eine Ehre, den ersten Vlog mit euch zu starten. Mit diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Wie gestern auch, unten Feedback in die Kommentare. Like, Dislike, so wie ihr es wollt. Hauptsache konstruktive Kritik. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer André. Ciao. Eine Frage hätte ich noch an euch. Vielleicht so als kleine Hausaufgabe bis morgen unten in die Kommentare zu schreiben, ob ihr es als sinnvolle Investition sehen würdet, dass ich mir jetzt ein Boosted Board kaufen würde. Ich meine, es ist wirklich nicht ohne, einfach mal 800 Euro für ein Skateboard auszugeben. Deshalb entscheidet mal, ist es eine sinnvolle Investition oder keine sinnvolle Investition. Weil Spaß machen und Content für die Vlogs würde es auf jeden Fall bringen. Jetzt aber bis morgen, euer André. Ciao.